und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig. Endstand im Millerntor 2:0. Ich begrüße diesmal Co-Trainer Thomas Stickroth. Und die Pressekonferenz ist zweigeteilt. Eben zunächst Thomas Stickroth. Ich lese dann gleich die Fragen der Braunschweiger Journalisten vor. Zunächst bitte ich Sie aber erstmal um Ihr Statement. Ja, wir hatten uns viel vorgenommen hier, wollten nichts abschenken. Hat mit Omar, der die vierte gelbe Karte hat, überlegt, ob wir ihn draußen lassen, um ihn für das wichtige Spiel gegen Osnabrück zu schützen. Haben aber gesagt, nee, wir wollen hier auf jeden Fall was holen. Also haben das schon, sind hier schon mit einer Einstellung hingefahren, um was mitzunehmen, ganz klar. Mussten viel umstellen aufgrund von bekannten Themen wie Verletzungen, Corona, Sperren. Also es war einiges. Und sind dann nicht gut ins Spiel gekommen, haben auf eine Dreierkette umgestellt im Gegensatz zu den letzten Spielen. Wollten dann im Mittelfeld die Raute 1:1 deckeln und ist am Anfang nicht ganz so gelungen. Wir hatten so zwei, drei Prinzipien, die wir spielen wollten. Und eine davon war eben, dass bei Ballverlust des Gegners wir den Ball gewinnen, relativ schnell aus der engen Situation rausspielen. Das ist uns nicht gut gelungen, haben dann immer wieder in die zweite Welle gespielt, sind dadurch in Umschaltsituationen gekommen, wo dann St. Pauli ihre Schnelligkeit und individuelle Stärke, gerade mit Marmoush, ausspielen konnte. Ja, und so sind wir relativ schnell dann in 2:0 Rückstand geraten, mussten wir uns erst einmal schütteln, haben es dann aber eigentlich ganz gut gemacht, sind dann Stück für Stück besser in unsere Struktur gekommen, haben uns stabilisiert, sind dann in die Halbzeit und wollten dann erstmal so weitermachen, um dann den Anschlusstreffer irgendwann zu erzielen, um dann nochmal das ganze Spiel zu kippen. Ist uns aber nicht gelungen. Und man muss auch sagen, dass St. Pauli dann doch auch noch einige gute Chancen hatte, sodass insgesamt das Spiel in Ordnung geht und St. Pauli dann letztendlich verdient gewonnen hat. Vielen Dank, Herr Stickroth. Es sind Fragen reingekommen von der Braunschweiger Zeitung von Lars Rücker. Die erste ist, hat sich das Fehlen der 5 Spieler aus Ihrer Sicht am Ende doch bemerkbar gemacht? Gut, es waren natürlich jetzt diese 5 Spieler, alles Stammspieler. Wenn ich jetzt an Nicolau denke oder Kaufmann, sind alles Spieler, die natürlich permanent gespielt haben und die schon ein sehr großer Faktor bei uns sind. Und von daher ist es klar, macht sich sowas bemerkbar. Es ist einfach eine andere Statik dann im Spiel und mussten dann aufgrund von diesen ganzen fehlenden Spielern auch so ein bisschen das System ändern. Und von daher, klar, hat man das schon gemerkt. Wobei ich im gleichen Atemzug sagen muss, dass die Spieler, die dafür reinkamen, das trotzdem sehr gut gemacht haben. Herzblut war da, Leidenschaft war da, aber man muss auch einfach sagen, dass St. Pauli einfach eine Qualität momentan hat, wo es dann einfach kompliziert wird, wenn man mit so vielen neuen Spielern dann spielt. Die zweite Frage ist, wie verlief der Austausch während des Spiels mit Daniel Mayer? Welche Dinge hat er angesprochen? Wir waren permanent im Austausch und wenn ihm was aufgefallen ist, dann hat er es mitgeteilt und wir haben dann eben auf der Bank drauf reagiert. Also, das hatten wir aber alles schon vorher besprochen, was ist der Plan B, welche Alternativen gibt es, welche Optionen haben wir, wenn das und das passiert. Also wir waren schon gewappnet, dass wir jetzt so früh 2:0 hinlegen, das war jetzt so nicht unbedingt der Plan, aber wir waren ständig im Austausch, das ist ganz klar. Dann die dritte Frage ist, was macht Ihnen Mut für das kommende komplizierte Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück? Ja, da gibt es viele Dinge, die mir Mut machen. Also ich denke, dass wir uns schon stabilisiert haben heute. Ich habe Leidenschaft gesehen und es kommen einige Spieler zurück. Und von daher, und Osnabrück ist auch nicht St. Pauli, obwohl Osnabrück sicherlich auch eine sehr gute Mannschaft ist. Aber da sehe ich trotzdem noch einen Unterschied im Moment. Und von daher habe ich da überhaupt keine Sorge, dass da auf jeden Fall einiges drin ist. Und so werden wir das Spiel auch angehen. Sie haben schon angesprochen, dass Sie nach dem 0:2 besser reingekommen sind ins Spiel. Trotzdem nochmal hier die Nachfrage. Was hat die Mannschaft trotz der Niederlage ordentlich gemacht? Alles, was mit Mentalität zu tun hat. Also ich denke mal, Laufbereitschaft war da, es war Aggressivität da. Wir wollten in die Zweikämpfe kommen. Wir haben auch nach vorne dann einige Möglichkeiten gehabt. Da hat so ein bisschen die Entschlossenheit und das Quäntchen Glück gefehlt. Aber ich kann der Mannschaft jetzt keinen Vorwurf machen, dass die Einstellung oder so nicht gestimmt hat. Einige Abläufe waren noch nicht so eingespielt, das muss man sagen, wie wir das jetzt in den letzten Wochen gewohnt waren. Aber wie gesagt, St. Pauli ist halt auch eine richtig gute Mannschaft. Ich glaube, wenn ich es richtig
im Kopf habe, dann ist es die beste Rückrundenmannschaft. Und ja, wenn du dann 2-0 hinlegst, wird es natürlich kompliziert. Und von daher ist es schon mal positiv, dass wir uns, wie gesagt, stabilisiert haben und dann auch einigermaßen Ballkontrolle hatten und viel mehr Spielanteile als am Anfang. Und ja, von daher bin ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, das ist ganz klar. Vor allem, dass wir so früh im Rückstand waren, das war natürlich definitiv nicht der Plan. Wenn wir das länger 0-0 halten, dann glaube ich, kann das auch ein anderes Spiel werden. So ist es natürlich rein psychologisch einfach super schwer. Du kommst hierher ans Millerntor und liegst nach, was weiß ich, 15 Minuten 2-0 hinten. Dann braucht man schon auch eine gewisse Qualität, dass man nicht auseinanderfällt. Das ist uns definitiv nicht passiert. Und hatten sogar selbst dann Möglichkeiten gehabt. Die Spieler haben auch für mich eine Zuversicht ausgestrahlt, dass sie das noch wollen, dass sie dran glauben. Am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Und ja, aber wie gesagt, ich stimme mich trotzdem zuversichtlich für das nächste Spiel. Und dann die abschließende Frage. Suleiman Abdullahi und Martin Kobylanski haben heute wie viele andere Spieler aus der zweiten Reihe Einsatzminuten gesammelt. Wie haben Sie die Leistung der Spieler eingeordnet und wie wichtig kann es für den Endsport werden, vielen Akteuren Matchpraxis zu geben? Absolut relevante Spieler, das haben wir immer gesagt. Und gerade Kobylanski und Abdullahi sind zwei sehr, sehr wichtige Spieler, auch wenn sie relativ wenig Spielzeit hatten. Aber gerade Kobylanski mit seiner Abschlussstärke und seiner Ballsicherheit und ich sage jetzt mal auch mit seiner Art, wie er Fußball spielt, mit seiner Dreistigkeit und seinem Mut, immer den Ball zu wollen, wird er auf jeden Fall noch ein Faktor spielen. Und bei Abdullahi ist eben so, der war relativ lange verletzt, hat immer wieder Probleme gehabt, aber ist jetzt auf einem ganz guten Weg. Und ja, durch seine Schnelligkeit ist er natürlich ein super Umschaltspieler, hat einen guten Körper, kann die Bälle gut sichern. Und wie gesagt, beide werden auf jeden Fall noch ein Faktor spielen. Es sind noch 7 wichtige Spiele. Und ja, von daher glaube ich schon, dass das noch sehr wichtige Spieler werden können. Vielen Dank. Ihnen natürlich eine gute Heimreise und alles Gute. Vielen Dankeschön. Dank. Tschüss. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil der Pressekonferenz. Timo, dein Fazit bitte. Ja, erstmal bin ich natürlich erleichtert, dass wir die 3 Punkte hier behalten können. Vorbereitung aufs Spiel war natürlich nicht so einfach. Gegner, sehr viele Spielausfälle, gesperrte Spiele, kranke Spieler. Trainer im Homeoffice, den ich an der Stelle auch grüßen möchte und ihm gute Besserung wünsche. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel reingefunden haben. Positionsspiel war top, haben uns die Chancen rausgespielt, die Tore gemacht. Viel Spielkontrolle gehabt, gerade auch nach Ballverlust. Sehr gut im Gegenpressing gewesen, das hat mir sehr gut gefallen. Und da muss man leider sagen, dass wir dann unsere Chancen bis zur Halbzeit nicht konsequent genutzt haben, sonst hätte es deutlich höher stehen können. Und in der zweiten Halbzeit war ich nicht mehr so einverstanden mit dem Spiel. Da wollten wir es zu schön machen, zu kompliziert gespielt. Ja, immer noch ein Schnörkel, noch ein Haken, statt wirklich den Ball einfach von Mann zu Mann laufen zu lassen, disziplinierter in den Positionen zu bleiben. Da hätten wir früher den Sack zumachen können, aber wenn ich jetzt das letzte halbe Jahr Revue passieren lasse und mich ans Hinspiel erinnere, dann ist es, glaube ich, schon ein riesiger Schritt, nicht nur in der Tabelle, sondern auch von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und wenn ich jetzt hier schon sitze und mich über den Spielverlauf beim 2-0-Sieg ärgere, dann glaube ich, dann sieht man, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Journalisten. Fangen wir an mit Frank Sorgatz von Regionalsport. Er fragt, was hat heute den Ausschlag für Adam in der Innenverteidigung gegeben und warum musste er nach gut einer Stunde wieder raus? Adam trainiert wirklich hervorragend, hat, glaube ich, auch in Bielefeld eine sehr, sehr stabile Leistung gebracht. Ist es gewohnt aus Portugal, da hat er fast immer auf der halblinken Position gespielt. Er hat sich den Einsatz einfach verdient. Hat ja relativ wenig Spielzeiten gehabt in der letzten Zeit, teilweise nicht mal im Kader gewesen, ist dann auch heute mal eine Chance gewesen, ihn zu belohnen. Ich denke, er hat das ordentlich gemacht, er hat dann in der 60. Minute angezeigt, dass er ein bisschen hinteren Oberschenkel Probleme hat. Da wir genug Alternativen auf der Bank haben und ich mich ja, irgendwie sicherer fühle, die Spieler auf dem Platz zu haben, die wirklich zu 100% fit sind, haben wir ihn dann gewechselt. Dann Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt fragt, warum fehlten James und Tore? Ja, beide sich nicht so gefühlt. Tore vorgestern schon, James heute im Verlaufe des Tages. Ich sage immer, wenn man einen Schlag auf den Fuß kriegt, dann soll man sich nicht so anstellen. Wenn man aber dann irgendwo gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, dann bin ich da als Trainer schon ein bisschen vorsichtiger. Dementsprechend haben wir dann gesagt, dass die beiden Jungs besser nicht spielen. Sollen die Jungs auf dem Platz stehen, die zu 100% fit sind. Stefan Krause von der Mopo fragt, du hattest schon nach Osnabrück moniert, dass sich eure Überlegenheit auch gern mal deutlicher im Ergebnis niederschlagen darf. Auch wenn es heute nicht mehr eng wurde, fällt das Spiel in die gleiche Kategorie. Ja, absolut. Vielleicht sogar noch krasser als in Osnabrück. Ich glaube, dass man dann auch gesehen hat, warum 2-3 Spieler, die vielleicht ja,
hoffen, dass sie möglichst schnell den nächsten möglichst großen Schritt machen können, sich dann in solchen Spielen doch noch eben strecken müssen, dass sie die Entscheidungsqualität steigern müssen, dass sie noch viel, viel größere Ruhe am Ball haben müssen, um solche Situationen dann wirklich auch ganz klar zu Ende auszuspielen. Das ist auch ein Zeichen von Qualität bei allen Skills, die man hat. Und da arbeiten wir mit den Jungs dran, sind richtig tolle Fußballer, deswegen haben wir auch teilweise, glaube ich, wirklich berauschend gespielt, tolle Kombinationen gezeigt, uns Chancen rausgespielt mit allen möglichen Sachen, die dazugehören zum Fußball. Das hat echt Spaß gemacht zuzugucken, aber es ist dann eben auch eine Qualität, das Ding bis zum Ende durchzubringen, bis ins Tor, und das haben wir heute leider zu selten geschafft. Es gibt gleich direkt zwei Fragen zur Tabelle. Fangen wir an mit Jörg Narowska. Er fragt, was sagen deine Rechenkünste, nachdem der Spieltag rum ist, jetzt zum Thema Klassenerhalt? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, in Mathe bin ich jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der irgendwie nach Ergebniszielen guckt. Ne? Mein Handlungsziel für die kommende Woche ist, dass wir A, erst gut regenerieren und B, dann nach Aue fahren mit einem guten Plan, mit einer topfitten Mannschaft, um dort wieder zu gewinnen. Weil das ist das, was ich beeinflussen kann. Das ist das, was mir als Trainer meistens Spaß bringt, was auch meine Arbeit ist. Und dann zu rechnen, wann ich vielleicht rein theoretisch nicht mehr absteigen kann oder auf welchem Platz ich am Ende noch landen kann, das ist nicht mein Job. Dafür haben wir genug andere Leute im Verein und auch ein paar Journalisten. Trotzdem nochmal die Nachfrage von Carsten Harms. Welches Ziel setzt ihr euch für den Rest der Saison? Du hast schon gesagt, Tabelle möchtest du jetzt nicht, aber vielleicht trotzdem in die Richtung? Ja, wir wollen uns weiterentwickeln als Mannschaft. Ich glaube, auch heute hat es wieder super geklappt, dass wir in einigen Phasen unseren Außenverteidiger hochgeschoben haben. Die restliche Kette ist durchgeschoben. Das ist so ein Thema, was wir uns in den letzten Wochen wirklich intensiv vorgenommen hatten, das immer besser klappt. Ich glaube, dass wir im Zentrum noch präsenter sein können mit Ball, dass wir da teilweise noch zu wenig Ebenen haben. Das sind alles so Themen, die wir beeinflussen können, an denen wir tagtäglich arbeiten können. Und jetzt irgendwie noch ein Ergebnisziel auszugeben oder so, das haben wir nie gemacht und das brauche ich auch jetzt nicht machen. Aber ist klar, dass der Blick auf die Tabelle jetzt deutlich mehr Spaß macht als im Winter. Du sprichst es gerade an. Alex Heger geht auch genau in diese Richtung rein. Rückrundentabellenführer ist ein schönes Wort, mindestens fürs Ego, oder? Ja gut, mit meinem Ego ist es nicht so weit her. Also mir ging es auch gut, als wir nicht ganz so erfolgreich waren. Aber das ist auf jeden Fall für die Mannschaft eine Belohnung, weil sie wirklich jetzt seit dem Winter speziell richtig, richtig gut arbeitet, konzentriert, fokussiert ist, füreinander da ist, immer weiter lernen will, immer weiter gierig ist, auch im Training und im Spiel. Und wir da keinen Meter nachlassen werden. Wir können noch eine Schippe drauflegen. Ich habe auch heute viele Dinge gesehen, die mir nicht so gefallen haben. Und daran werden wir arbeiten. Das macht momentan natürlich viel mehr Spaß mit den gewonnenen Spielen im Rücken als im Dezember, das ist klar. Auch jetzt sprichst du es gerade wieder an mit Dezember. Da hat auch Jörg Narossa direkt eine Frage. Und zwar 38 Punkte und noch 7 Spiele. Hättest du das im Dezember für möglich gehalten? Nein. Kurz und knackig die Antwort. Dann die nächste Frage von Andreas Hart vom Hamburger Abendblatt. Was denkst du, wenn Sky die drei Offensiven als magisches Trio bezeichnet? Ja, aus meiner Jugend waren das ja noch Balakov, Elber und Bobic. Ich denke mal, das war noch eine Stufe drüber. Aber ist klar, dass wir wissen, dass wir da vorne enorme Qualität haben. Wir haben auch dahinter auf der Bank noch zwei, drei Spieler, die da wirklich Druck von hinten machen und die auch richtig Qualität haben. Wie gesagt, das ist schon schön anzuschauen und die haben natürlich auch eine hohe individuelle Qualität, aber auch heute dann gerade die einfachen Sachen, wenn man die gut macht, gerade die einfachen Sachen, dann können wir uns noch viel mehr Chancen rausspielen. Dann belohnen sich die Jungs auch noch viel mehr, weil die komplizierten und die extra tollen Sachen, ja, das ist dann das i-Tüpfelchen, aber in den Basics hervorragend zu sein, ich glaube, das ist der nächste Schritt, den die gerade die beiden jüngeren Spieler noch gehen müssen. Eine Frage von Nils Weber. Hast du den Eindruck, dass die Spielfreude der Mannschaft, die pure Lust am Spiel verhindern wird, dass möglicherweise die Spannung nachlassen könnte? Also, dass die Spannung nicht nachlässt, das kann ich versprechen, dafür werde ich schon sorgen. Die Spielfreude, glaube ich, das sieht man dann auch jetzt, wenn der Platz auch wirklich heute in einem hervorragenden Zustand war. Das ist schon offensichtlich, dass wir auf Plätzen, gerade in Heidenheim oder auch in Osnabrück, die wirklich gut sind, dass wir uns dann natürlich wesentlich leichter tun, weil wir wollen kicken, wir wollen risikoreich Fußball spielen mit dem Ball am Boden und dann ist natürlich so ein Platz, der durchflügt ist und uneben ist und tief ist, ist natürlich nicht so hilfreich bei. Ne? Und von daher glaube ich, dass die Plätze in den Wochen jetzt bis zum Saisonende weiter an Qualität gewinnen und wir werden weiter so Fußball spielen, wie wir das jetzt die letzten Wochen und Monate getan haben und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir weiterhin
schöne Spiele abliefern werden. Das ist unser Hauptziel. Und wenn wir schöne Spiele abliefern und gute Leistung bringen, dann werden auch die Punkte kommen. Nicht andersrum. Sehr gut. Dann einmal in die Runde gefragt. Habt ihr noch weitere Fragen? Gerne ein Handzeichen geben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank. Euch noch einen schönen Abend natürlich. Und wir sehen uns morgen. Danke. Tschüss.